Vor 90 Jahren erschien in Wien die erste wissenschaftlich fundierte Jugenduntersuchung. Der damalige Berufsschullehrer, später nach seiner Emigration in den USA berühmt geworden, der Soziologe Paul Lazarsfeld, veröffentlichte eine Studie mit dem Titel Jugend und Beruf. Diese Studie erstreckte sich auf 14- bis 18-jährige Jugendliche im damaligen Wien, Ende der 1920er Jahre. Und das Interesse war ganz allgemein, was sind das denn für Jugendlichen, die 14- bis 18-Jährigen, über die man eigentlich relativ wenig wusste. Man musste jetzt viel wissen, weil nach dem Ersten Weltkrieg wurde ja auch in Österreich die Berufsschule eingerichtet. Und man war natürlich neugierig, was kommen da für Leute in die Berufsschule für Jugendliche. Und so entstand auch in Deutschland, aber vor allem eben auch in Wien, das Interesse, eine größere Untersuchung über diese jungen Berufsschüler zu machen, wie die eben als Jugendliche aussehen. Man wusste eigentlich bisher nur was über die 10- bis 14-Jährigen, da gab es ja auch in Wien eine große Forschungstradition. Das Interessante an der Lazarsfeldschen Untersuchung war der Schluss, dass die Jugendlichen, und zwar vor allem die proletarischen Jugendlichen, heute sagt man ja nicht mehr proletarische Jugendliche, sondern sozial benachteiligte Jugendliche, dass diese Jugendlichen eigentlich keine Jugend haben. Lazarsfeld sprach damals von der verkürzten Pubertät. Das heißt, die proletarischen Jugendlichen oder Arbeiterjugendlichen sind eine Gruppe, eine große Gruppe natürlich, die das, was Jugend ausmacht, nämlich zu experimentieren, kreativ zu werden, geschützt zu sein, für eine Zeit lang weg von der Arbeit, sich selbst entfalten, dass diese Jugendlichen diese Chance nicht haben. Also deswegen verkürzte Pubertät oder diese Jugendlichen haben keine Jugend. Das ist, denke ich, ein Befund, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, der auch für uns heute wichtig ist, natürlich ganz anders aussieht jetzt in der zweiten Moderne als damals in der ersten Moderne bei Lazarsfeld. Was bedeutet das eigentlich, dass Jugendliche keine Jugend haben? Das sind da zwei ganz unterschiedliche, man fragt sich ja, Jugendliche sind doch Jugend. Nein, das ist, denke ich, die erste Klärung, die wir vielleicht machen müssen und die immer wieder wichtig ist, wenn wir über Jugendliche und Jugend reden. Der englische Jugendhistoriker oder Pädagogikhistoriker Musgrave hat einmal diesen schönen Vergleich gebracht, indem er gesagt hat, die Moderne hat zwei zentrale Erfindungen. Die Erfindung der Dampfmaschine und die Erfindung der Jugend. Was bedeutet das? Die Erfindung der Dampfmaschine ist klar. Die Dampfmaschine ist sozusagen der Ausgangspunkt für alle technologischen Erfindungen und Innovationen in der späteren Zeit. Aber die Erfindung der Jugend. Jugend, also Erfindung der Jugend der Moderne, heißt ja, es gab vorher keine Jugend. Jung waren die Menschen schon immer. Seit es Menschen gibt, sind sie jung und alt. Aber die Jugend als gesellschaftlich eingerichtete, und zwar massenhaft eingerichtete Phase, wo eine Altersgruppe aus der Arbeitsgesellschaft herausgenommen wird, zum Zwecke des Lernens, der Bildung, der Qualifikation und später wieder auf einer qualifizierten Stufe integriert wird, das ist ein Phänomen der Moderne. Das gab es in der Vormoderne nur bei ganz kleinen Gruppen, im Adel, im gehobenen Bürgertum, vielleicht auch noch in der Kirche. Also das ist mit Erfindung der Jugend gemeint, nämlich dass die Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, eine Lebensphase des Experimentierens, der Qualifikation einrichtet und in diese Lebensphase sozusagen auch bestimmten Anforderungen, bestimmten Erwartungen unterwirft. Und das ist, denke ich, der Punkt, wo wir auch heute immer sagen müssen, Jugendliche müssen Jugend bewältigen. Das heißt, sie müssen die Erwartungen, Deutungen, Zuschreibungen bewältigen, die in der Gesellschaft mit Jugend verbunden sind und denen sich Jugendliche ausgesetzt sehen.
Und wenn man sich die Nachkriegsgeschichte im deutschsprachigen Raum anschaut, von den 1950er Jahren bis heute, da sehen wir, wie unterschiedliche gesellschaftliche Deutungen und Zuordnungen von Jugend immer wieder gekommen sind. Von der Jugend als Faktor sozialen Wandels, von einem sehr optimistischen Jugendbild über Jugend als Risikophase, als gesellschaftliche, bis hin eben zu der heutigen Frage, was ist eigentlich Jugend? Das ist eigentlich sehr diffus. Ist das eine angepasste Generation? Ist das eine Generation, die nach vorne schaut, die Ideen hat und so weiter? Also wichtig ist bei der ganzen Geschichte, dass sich Jugendliche immer einem Jugendbild ausgesetzt sehen und dass wir immer sehen müssen, auch in den Institutionen, welche Jugendbilder sind da. Nehmen Sie die Schule. In die Schule ist ein bestimmtes Jugendbild eingeschrieben. Also heute auf etwas verzichten, heute etwas lernen, heute etwas leisten, damit man morgen etwas hat. Das ist die Schule. Jetzt sind viele Jugendliche in der Schule, die glauben eigentlich nicht dran oder können sich nicht vorstellen, dass das, was sie heute lernen, leisten, dass das morgen ihnen was bringen wird. Und sie sehen ja in der gesellschaftlichen Umgebung, dass es heute nicht mehr so einfach ist, dass die Übergänge schwieriger geworden sind und dass man nicht sich einfach darauf verlassen kann, dass das, was man in der Schule lernt, dass es später einem was nützt. So ist sehr vieles beim Jugendbild. Ne? Und so gibt es Jugendliche, die sagen eben, etwas salopp gesagt, lieber heute auf nichts verzichten, lieber heute sich etwas leisten, als später nicht wissen, was passieren wird. Ne? Ob man überhaupt dafür noch eine Gratifikation bekommt. Ne? Es gab mal in Wien eine Gruppe, die nannte sich Frührentner. Die hatten die Idee, dass sie jetzt die Rente ausgezahlt kriegen und nachher arbeiten. Das war sozusagen die konsequenteste Logik eigentlich auf dieses Problem, dass die Zukunft eben für Jugendliche heute ungewiss ist, dass man sich nicht mehr auf dieses Modell, den Begriff haben wir schon gehört, des Moratoriums verlassen kann. Also dieser gesellschaftlich eingerichteten Jugendphase, die auch eine Schutzphase ist, in der Jugendliche experimentieren können, in der sie auch geschützt sind im Experimentieren, indem sie nicht so schnell und ohne weiteres in Kriminalitätszonen geraten und indem sie die Sicherheit haben, dass sie später einmal in die Gesellschaft integriert werden können. Dass diese Sicherheit vorbei ist, für viele, nicht für alle, aber für viele, das brauche ich jetzt nicht auszuführen. Der Begriff, der sich in der Jugendsoziologie und Jugendpädagogik damit verbindet, ist der Begriff der Entgrenzung der Jugend. Entgrenzung der Jugend bedeutet, dass dieser Schutzraum Jugend, dieses Moratorium, Jugendliche haben sozusagen den Raum, um sich zu entfalten, zu experimentieren, Konflikte auszuprobieren, an Grenzen zu gehen und dabei geschützt, gesellschaftlich geschützt zu sein, dass dieses Moratorium, dass dieser Schonraum Jugend, dass dieser Experimentierraum Jugend nicht mehr so selbstverständlich ist und so abgesichert und geschützt ist, wie es in der Jugenddiskussion unserer Gesellschaften immer wieder vorgegeben wird. Natürlich, und da erinnere ich wieder an Paul Lazarsfeld, war dieser Raum nie für alle da. Also damals die proletarischen Jugendlichen, darauf sind wir schon eingegangen. Heute, wenn man sich Jugendliche der Unterschicht, Migrationsjugendliche anschaut, ist auch wieder dieses Problem der verkürzten Pubertät. Aber auch denen, auch bei der Mehrheit, die man heute Bildungsjugend nennt und bei denen sich eigentlich Jugend verlängert hat durch längere Ausbildungswege und Umwege natürlich auch, kann man nicht mehr so einfach davon reden, dass sie Jugend haben. Sie sind sehr früh der Bildungskonkurrenz unterworfen. Sie stehen auch unter dem Druck, wenn man von Druck redet, ihrer Familie nebenbei gesagt, die alles für sie tun, dass sie durch sich durchlavieren. Und dieses offene Experimentieren, dieses risikolose Experimentieren, ist auch für diese Jugendlichen oder für diese Mehrheitsjugendlichen nicht immer gegeben. Wenn wir also von Entgrenzung der Jugend sprechen, meinen wir verschiedene Dinge. Wir meinen einmal, dass zum Beispiel psychosoziale Probleme, Belastungen,
die eigentlich von der Idee her, vom Modell her nicht ins Jugendalter gehören, dass die plötzlich im Jugendalter da sind. Ob das die Arbeitslosigkeit der Eltern ist, ob das Probleme sind mit der Schule, frühe Bildungskonkurrenz, ob das verwehrte Möglichkeiten sind, seine inneren Probleme zu thematisieren, drüber zu reden, Ansprechpartner zu finden. Denn Jugend ist ja eine Phase, die ja sehr in sich eigentlich widersprüchlich ist. Der englische Jugendpsychiater Donald Winnicott hat einmal den schönen Satz gesagt, die Jugendlichen tun ihr inneres Chaos nach außen kehren und sozial wirksam machen. Also das ist eine Lebensphase, die sehr viel Sprache braucht, die sehr viel Thematisierung braucht. Und Jugendliche haben wenig Orte, Räume und Beziehungen, darauf kommen wir noch zu sprechen, wo sie diese innere Thematisierung oder dieses Aussprechen, was mit ihnen los ist, was in ihnen vorgeht, dass sie das sozusagen, dass sie die Chance dazu haben, das zu tun. Das ist für mich einer der zentralsten Punkte überhaupt, auch für die Jugendarbeit, diese Chance Jugendlichen zu geben, das, was in ihnen ist, auszusprechen und nicht von vornherein abzuwehren. Abzuwehren in dem Sinne, ja, dass du hast andere Dinge jetzt zu tun oder du musst dich daran halten oder du musst dich hier anpassen. Zu dieser Entgrenzung der Jugend gehört nicht nur, dass Jugendliche zu einer Zeit mit psychosozialen Problemen und auch Verwirrungen zu tun haben, die eigentlich nicht in dieses Modell des Jugendalters gehören. Es gehört auch dazu, dass die Grenzen zur Kriminalität, zur Kriminalisierung, dass die diffus geworden sind, verschwommen sind. Und ich glaube, viele Jugendliche ziehen sich auch zurück, wenn man sich Jugendstudien anschaut, weil sie Angst haben, sehr früh kriminalisiert zu werden, wenn sie sich was trauen, wenn sie sozusagen versuchen zu experimentieren, wenn sie in Konflikte reingehen. Sie merken sehr früh, dass sie in einer Gesellschaft leben, in der Konflikte nicht mehr richtig anerkannt sind. Wer Konflikte hat, wer in Konflikte geht, scheint Probleme zu haben. Konflikte sind eigentlich innovationshemmend und nicht innovationsfördernd. Also diese Konfliktvermeidungskultur, die in unseren Gesellschaften da ist, spüren Jugendliche eigentlich sehr früh, obwohl sie eigentlich in einer Entwicklungsphase sind, die Konflikte braucht und in der man sich reiben muss. Und dieses Reiben, vor diesem Reiben schrecken, denke ich, heute viele Jugendliche zurück. Und so entsteht eben auch dieses Bild der relativ angepassten Jugend, wobei, und da muss man immer wieder dazu sagen, dass ein Bild der Mehrheitsjugend ist. Wir haben, wenn man sich die europäischen Jugendstudien anschaut, ob das Österreich, Deutsch, Französisch oder Englische sind, wir hören immer Bilder von der Mehrheitsjugend, von den 70% oder 75%, die so und so sind. Aber von dem anderen Viertel, von den 25%, hört man wenig. Und das sind ja meist die Jugendlichen, mit denen wir es in der offenen Jugendarbeit oder auch in der Streetwork immer wieder zu tun haben. Da komme ich auf einen anderen Begriff, der für uns, denke ich, sehr wichtig ist. Das ist der Begriff der Spaltung der Jugend, der sozialen Spaltung. Oder anders ausgedrückt, die soziale Spaltung in unseren europäischen Gesellschaften bildet sich in der Jugend ab. Also ob Sie jetzt die 15. Jugendstudie in Deutschland anschauen oder den englischen Youth Survey oder jetzt bei uns in die Südtiroler Jugendstudie, wir haben immer eine größere Gruppe von Jugendlichen, die sich auch, wenn man dann die qualitativen Interviews anschaut, die sich abgehängt fühlen. Das ist eigentlich ein ganz diffuses Gefühl, das dann aus biografischen Erzählungen immer wieder rauskommt. Diese sich abgehängt fühlen, sich vielleicht einen antiquierten Begriff brauchen und sich minderwertig fühlen, nicht richtig dabei zu sein. Und das ist auch ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit, dass diese abgehängten Jugendlichen oder diese abgehängte Jugend, die mit sich herumträgt und wenig Chancen hat, dieses abgehängt sein, dieses Gefühl auszusprechen, öffentlich zu thematisieren. Das, wenn Sie unseren
unsere Jugenddiskurse anschauen, dann sehen Sie immer wieder dieses Schielen auf, am Mai, Gott sei Dank, die Jugend hat sich, ist nicht mehr so risikoreich, ist nicht mehr so problemhaft. Wir haben eine Jugend, die nach oben schaut, die sich, die flexibel ist, die sich anpasst den neuen Lebensentwürfen. Und wir reden eben wenig über die Jugend, die sozusagen sich abgehängt fühlt, über diesen Teil der Jugend. Und wenn wir über diesen Teil der Jugend reden, dann redet man meist über Risiken, die damit verbunden sind. Das ist immer der Punkt. Und auch das merken Jugendliche, das merken sie nicht bewusst oder intendiert, sondern das ist so ein unbewusstes Gefühl, so ein Bauchgefühl. Wir sind nicht dabei, wir sind abgehängt. Und da kommt dann, denke ich, dieses Problem, das eigentlich ganz wichtig ist. Und da sind wir auch ein Stück wieder bei der Jugendarbeit. Was machen Sie mit diesem inneren Gefühl, mit dieser Minderwertigkeit, mit dieser Hilflosigkeit, die man sich ja nicht eingestehen will und die man nicht öffentlich thematisieren kann, weil es irgendwie keine Sau interessiert, wie es einem geht. Und wenn wir uns die so verschiedenen Jugendporträts anschauen, die sich damit beschäftigen, dann sehen wir sehr stark, dass diese Jugendlichen ja mit diesem Gefühl umgehen müssen. Sie müssen das ja bewältigen. Und da sie es nicht thematisieren können, also thematisieren im Sinne von aussprechen, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie sich mies fühlen, dann wissen sie ja selber, wie es ist, da muss ich drüber reden, da kann ich nicht ins Bett gehen abends mit dem Problem, da muss ich jemand anrufen, ich muss Sport treiben, Männer treiben Sport, Frauen rufen jemand an, etwas über den Kamm gesprochen. Ne? Wir alle versuchen ja, das, was in uns ist, dass das rauskommt. Das ist ja auch ein Druck, der in einem ist, ein somatischer Druck. Und wir versuchen, das auszusprechen, weil wenn wir es nicht aussprechen können, wenn es in uns drin bleibt, dann wird das herausgedrängt, herausgedrückt oder wie die Psychoanalytiker sagen, wird es abgespalten. Dann entsteht ein Druck, ein Abspaltungsdruck, ne, der bis zur Gewalt führen kann. Ein Abspaltungsdruck, der, ich sag mal, vielleicht eine Form, den Sie auch immer bei Ihren Jugendlichen, denke ich, sehen oder vielleicht auch bei anderen. Ich lasse meinen Frust an anderen aus. Das ist eine typische Form eigentlich der äußeren Abspaltung. Das kann eine physische, körperliche Abspaltung sein, also gewaltförmig. Es kann aber natürlich auch eine psychische Abspaltung sein, dass ich jemanden fertig mache, dass ich jemanden psychisch demütige. Das sind verschiedene Abspaltungsformen. Oder die Abspaltungen gehen nach innen, dass ich einen Selbsthass entwickle, dass ich mich sozusagen selbst, Gewalt gegen mich selbst ausübe. Und das geht eben von der Magersucht bis zum Medikamentenmissbrauch. Und an den Beispielen sehen Sie schon, wenn man sich die Verhaltensstatistiken anschaut, dass wir äußere Abspaltungen, vor allem auch eher gewaltförmige Abspaltungen, mehr bei Burschen und Männern finden und innere Abspaltungen eben von der Magersucht bis zum Medikamentenmissbrauch eher bei Frauen. Das hat ganz verschiedene Gründe, auf die wir vielleicht dann später nochmal eingehen können. Aber wichtig ist, denke ich, dass diese Gefahr, dass eben innere Minderwertigkeitsgefühle, innere Hilflosigkeit, die bestimmte Gruppen, von denen wir jetzt geredet haben, von Jugendlichen befallen können, dass die sozusagen heraus müssen. Und dass, wenn man Abspaltungen verhindern will, wenn man antisoziale oder selbstdestruktive Abspaltungen verhindern will, dann geht es darum, den Jugendlichen eine Chance zu geben, dass sie das thematisieren können, dass sie das aussprechen können. Und das geht natürlich nicht auf Anfrage, das ist klar, das wissen Sie selber aus der Praxis, sondern dazu braucht es eben eine Beziehungsstruktur, zum Beispiel in der Jugendarbeit, wo sich Vertrauen entwickelt, wo Jugendliche auch sozusagen die Bereitschaft oder die Chance spüren, ich kann hier etwas von aus mir heraus loswerden, ohne dass ich gleich in eine Schublade gesteckt werde, ohne dass ich gleich sozusagen zum Problem Jugendlichen erklärt werde. Die Schule hat ja, egal wie viele Schulreformen es im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, immer noch das Problem, dass sie
nicht der Ort ist, wo ich das, was in mir ist, was ich fühle, wo ich meine innere Hilflosigkeit aussprechen kann. Die Schule, wenn wir das mal etwas näher beleuchten, ist ja, oder man kann das ja nicht einfach jetzt moralisch sehen, sondern einfach strukturell, ist ja ein Ort, der, wo man nicht auf die einzelne Persönlichkeit des Jugendlichen eingehen kann. Man hat 20, 25 Schüler, man muss die vergleichen, man steht in der Struktur der Auslese und des Leistungswettbewerbs und man sieht eigentlich nur einen Teil der Persönlichkeit, die Schülerrolle. Man sieht nicht das Schülersein, die Gesamtpersönlichkeit. Das geht ja auch gar nicht. Ein Lehrer kann oder eine Lehrerin hat es sehr schwer, auf die Gesamtpersönlichkeit eines Schülers einzugehen, weil sie steht ja immer oder er steht ja immer unter dem Druck, ich muss Leistungsvergleiche durchführen, ich muss den Schüler vergleichen. Ich könnte sonst, wenn ich die Persönlichkeiten heranziehen würde, dann könnte ich mal, nehmen wir mal ein Beispiel, da ist eine Schülerin aus einem Bildungselternhaus, die schreibt eine sehr gute Hausarbeit in Deutsch. Ne? Und dann ist ein Schüler, der hat überhaupt keine Hilfe zu Hause. Ne? Die Familie ist gerade noch so, er hält sich gerade noch so. Und er schreibt eine schlechte Arbeit, aber immer noch passabel. Jetzt kriegt der eine 4 und der andere, sie kriegt 1. Von der Schülerrolle klar, weil sie hat das, was man von der Schülerrolle erwartet, Leistungen zu bringen, gute Leistungen erfüllt. Er hat eine schlechte Leistung gebracht, aber von seiner Persönlichkeit her hätte man ihm mindestens eine genauso gute Note geben müssen, weil er unter den Bedingungen, unter denen er lebt, diese Arbeit doch noch vollbracht hat, ist das ja eigentlich eine Kompetenz und eine Leistung, die wesentlich mehr ist jetzt als die, vielleicht als die Leistung der Schülerin, was sie aufbringen musste. Also das ist, denke ich, das Problem der Schule und das merken wir natürlich auch immer in der Jugendarbeit, dass dann Jugendliche zu uns kommen oder in die Jugendhilfe generell überwiesen werden, die an der Schule scheitern. Man müsste auch sagen, die Schule scheitert an ihnen. Das ist das Problem, weil sie eigentlich keine Chance haben, die Dinge, die in der Schule nicht abgefragt werden, anzubringen. Sie müssen, wenn sie aus dem Leistungskanon der Schule herausfallen, wird nicht nach ihren anderen Fähigkeiten gefragt. Es wird nicht danach gefragt, was der notorische Schulstörer, der alle möglichen Inszenierungen hat, für kreative Fähigkeiten eigentlich hat. Dass es ihm gelingt, trotz seiner Handstellung in der Klasse immer wieder was aufzuziehen, was natürlich dann eine Schulstörung ist, was sofort als Verhaltensstörung aufgefasst wird irgendwann. Und man könnte ja auch umrahmen, also Reframing umrahmen und sagen, mein Gott, was der alles inszeniert, da steckt doch was drin in dem. Dem könnte ich doch eine Chance geben, dass er diese Dinge eben auf eine andere Art herausbringen kann und dadurch anerkannt wird. Und ich denke, da sind wir beim Begriff der Anerkennung. Anerkennung und Selbstwirksamkeit sind eigentlich die beiden wichtigen Dinge, die Jugendliche brauchen, gerade neben dieser Thematisierung, neben dieser Chance, das, was in ihnen ist, aussprechen zu können. Und in Kontexten aussprechen zu können, wo sie Zugang haben, ist, dass ich als Jugendlicher anerkannt werde, dass meine Resultate anerkannt werden, dass anerkannt wird, was in mir steckt und dass ich Raum habe, um wirksam zu sein, um Resonanz zu kriegen. Das sind eigentlich so die entscheidenden Punkte. Und das sind auch die Punkte, die dazu führen, dass sich Jugendliche abweichend verhalten. Das ist... Wir haben gerade von dem Schulstörer geredet, der sonst kaum anerkannt wird, aber immer wenn er den Kasper macht, wenn er die Klasse durcheinander bringt, wenn die Lehrerin durcheinander bringt, ist er für 2 Minuten der King. Er hat alles im Griff, er ist quasi durch Auffälligkeit, sucht er sich Anerkennung. Dieses durch Auffälligkeit Anerkennung zu suchen, ist da sehr stark. Das hört nach 2, 3 Minuten wieder auf. Und wenn man nichts mit ihm macht, also wenn man ihm keine Chancen gibt, anerkannt und selbstwirksam zu sein, dann wird er das wieder brauchen. Es entsteht so etwas wie eine Auffälligkeitssucht. Der sogenannte notorische Störer ist ja der immer wieder in kürzeren Abständen
diese Auffälligkeit braucht, um zu zeigen, dass er da ist oder sie da ist, aber meistens Jungen von der Auffälligkeit her, und dass sie eben dieses brauchen, dieses Auffälligkeitsverhalten brauchen, um ja auch auf sich aufmerksam zu machen. Ich denke, das ist generell der Zugang, den wir zum Auffälligkeitsverhalten, auch es gibt ja immer noch auffällige Jugendliche genug, haben müssen in der Jugendpädagogik, nämlich der Zugang in der Frage, warum brauchen die diese Auffälligkeit? Warum brauchen die das Verhalten? Welche Botschaft steckt hinter dem Verhalten? Steckt dann eben, wir fragen eben nicht nach dem, ist das Verhalten jetzt gut oder schlecht erst im ersten Moment, sondern warum brauchen sie das Verhalten, was steckt dahinter? Das ist, denke ich, der entscheidende Punkt. Und meist ist es tatsächlich so, dass es in solchen Fällen mehr um die Frage geht, Anerkennung, Wirksamkeit, Resonanz bekommen, sich zeigen können und die Möglichkeiten dafür haben. Ich habe vorhin gesagt, dass kurz an dem Beispiel, dass bei dem Abspaltungsverhalten, also wie ich sozusagen meine innere Hilflosigkeit, meine Minderwertigkeit kompensiere, dass es da geschlechtstypische Unterschiede gibt. Natürlich gibt es auch Mädchen, die gewaltförmig abspalten. Mädchen, die psychisch jemand fertig machen. Das ist gerade bei Mädchen und jungen Frauen doch sehr stark. Aber in der Statistik sind es doch sehr stark die Burschen und Männer, die in dieses eher ja, gewaltförmige, das muss jetzt nicht eine rohe Gewalt sein, sondern in das aggressionsförmige Abspaltungsmuster oder sich diese Muster zeigen. Das hängt natürlich auch sehr stark mit der männlichen Sozialisation zusammen. Und es sind ja auch, wenn man dann in die späteren Altersgruppen geht, quer durch von Frankreich bis Österreich oder Ungarn, denke ich, sind es die jungen Männer oder sind es vor allem junge Männer, die sehr stark über aggressive Männlichkeit ihre Probleme zu lösen versuchen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Übergänge in die Arbeitswelt offener, riskanter und schwieriger geworden sind und dass die enge Verknüpfung von Männlichkeitsrolle und Arbeitsrolle, die wir immer noch haben in unserer Gesellschaft, dass die oft dazu führt, dass Scheitern an der Arbeit, das Scheitern an den Übergängen in Arbeit als Identitätsproblem, als männliches Identitätsproblem gesehen wird und dann durch überhöhte aggressive Männlichkeit kompensiert wird, bis hin zur rechtsextremen, bis zu rechtsextremen Männlichkeitsmodellen. Von daher ist es, denke ich, schon wichtig, dass man in der Jugendarbeit weiterhin, es wird ja heute immer wieder kritisiert, geschlechtsdifferent arbeitet. Es ist schon richtig, dass das Geschlecht natürlich nicht das Einzige ist und dass die soziale Herkunft, dass die ethnische Herkunft, das Wohnquartier, dass das alles eine Rolle spielt, wenn wir von Diversität reden und solchen Dingen. Aber das Geschlecht ist schon eine besondere Kategorie, weil es sich eigentlich quer durch unsere Lebenszusammenhänge zieht. Es tut unser körperliches Sein bestimmen und geht hin über die sozialen Interaktionen und spielt eine große Rolle bei der Struktur, der Strukturierung der Gesellschaft. Wir sprechen ja auch von geschlechtsdifferenter oder geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung. Heute immer noch eben, dass Männer männliche Arbeit, weibliche Arbeit unterschiedlich gratifiziert und konnotiert wird. Also das Geschlecht ist schon eine psychisch bis Gesellschaft durchgängige Kategorie, was andere Kategorien wie soziale Herkunft und so weiter nicht sind. Und wir merken in kritischen Lebenssituationen, dass sich quer durch alle Schichten Männer und Frauen relativ ähnlich verhalten. Also wenn sie zum Beispiel mal, also ich lese immer gern Scheidungsprotokolle von Scheidungsverfahren. Das ist eine Scheidung ist erstens ein Massenereignis. Und zweitens ist es ein kritisches Lebensereignis,
wo ja alles wegbricht. Ne? Man trennt sich ja, alle Verbindungen, die man hatte, alle Stützung und so weiter in der Beziehung fallen weg. Und dann brechen solche aus dieser unterschiedlichen Hilflosigkeit brechen solche geschlechtstypischen Abspaltungsmuster raus. Ne? Der Mann, der 25 Jahre ein ungeheuer entgegenkommender Gatte war, entpuppt sich plötzlich zur männlichen Hyäne, die die patriarchale Dividende einfordert, die das Kind plötzlich besitzen will, das es vorher geliebt hat. Sie kennen wahrscheinlich auch in Österreich diese Gruppen der geschiedenen Väter, die sehr aggressiv sind und plötzlich sich wandeln eigentlich zu einem Typus. Und das zieht sich eigentlich quer durch alle Schichten zum Beispiel. Und Sie können natürlich unterschiedlich ausgeprägt, können Sie eben diese Art dieser maskulinen Aggression in solchen kritischen Lebensereignissen eben sogar bei Migranten unterschiedlicher ethnischer Prägung beobachten. So viel vielleicht noch zu dieser Frage Geschlecht, weil Sie haben es ja, denke ich, auch immer wieder in der Arbeit, ob das in der Streetwork ist oder in der offenen Jugendarbeit, haben Sie es mit solchen maskulinen Ausformungen zu tun, vor allem auch mit der männlichen Clique, die ja doch eine Rolle spielt, wo sich Männlichkeit immer sehr stark formiert. In der Clique tun ja Einzelne vieles, was sie allein nicht tun würden, das machen sie dann in der Gruppe und für die Gruppe. Wenn wir jetzt fragen, welche Chancen eigentlich vor diesem Hintergrund die Jugendarbeit hat, um mit diesem Problem umzugehen, dann müssen wir nach den Ressourcen fragen, die Jugendarbeit hat im Vergleich oder im Kontrast zu anderen Erziehungsinstitutionen, wie zum Beispiel Schule. Die Jugendarbeit hat, so würde ich es mal ganz allgemein modellhaft sehen, hat eigentlich drei Ressourcen: Raum, Zeit und Beziehungen. Das sind, denke ich, Ressourcen, die erstmal sehr allgemein klingen, die aber für Jugendliche und, denke ich, dann auch pädagogisch eine große Rolle spielen. Fangen wir bei den Beziehungen an. Ich sage immer, Jugendarbeiter oder auch selber in meiner früheren Praxis erfahren, Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen sind so etwas wie andere Erwachsene für Jugendliche. Also anders als Lehrer, Eltern und so weiter. Das ist natürlich jetzt ein Idealmodell, das nicht jeder Jugendarbeiter und jede Jugendarbeiterin einhalten kann. Aber andere Erwachsene bedeutet, sie müssen sich nicht hinter bestimmten Masken oder hinter bestimmten Status verstecken. Sie müssen nicht auf bestimmten Rollen insistieren, wie die Lehrer zum Beispiel, und können insofern, auch wenn das nicht offen ist, bei Jugendlichen ist es meist nicht offen und sie merken es oft selber kaum, können sie sozusagen als Modell für das Erwachsenwerden dienen. Jugendliche sind ja jetzt nicht nur gegenwartsorientiert und jugendkulturell gebunden. In Jugendlichen ist ja auch die Sehnsucht, erwachsen zu werden. Das ist ja beides. Ne? Man darf immer, die Jugendarbeit hat lange den Fehler gemacht, dass sie Jugendliche nur jugendkulturell angeschaut hat. Ne? Was kann ich jetzt mit der Jugend experimentieren und so weiter? Aber dass Jugendliche auch sozusagen in sich die Sehnsucht tragen, erwachsen zu werden oder die Option tragen, erwachsen zu werden, und dass sie nach Modellen für dieses Erwachsensein suchen, ohne es zu planen, ohne es zu intendieren. Wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie das manchmal machen, wenn Sie Ehemalige befragen, die Sie noch kennen aus der Jugendarbeit, mit denen Sie mal gearbeitet haben, dann werden Sie auf solche Probleme kommen. Weil wenn Sie 25-Jährige befragen, wie es als 15-Jährige oder 16-Jährige in der Jugendarbeit war, dann werden die ihnen andere Dinge erzählen, als sie damals als Jugendliche gedacht haben. Als 15-Jähriger hätten sie den Jugendarbeiter am liebsten auf den Mond geschossen und das war diese Konflikte mit dem, das hat sie also angeödet, und als 25-Jähriger schwärmen sie von diesem Konflikt und sagen, also damals, wenn der nicht gewesen wäre und das nicht, und daran denke ich immer, wenn ich in die Situation komme, muss ich immer wieder daran denken, wie der das dann und so weiter. Das ist übrigens nebenbei gesagt,
Habe ich noch 5 Minuten? Ja. Man kommt ins Plaudern. Es ist, aber Sie können ja. Nebenbei gesagt, ist es, denke ich, schon wichtig, diese zumindest so kleine ehemaligen Befragungen zu machen, weil die Jugendarbeit hat wenig Chancen, eine lupenreine Evaluation zu machen. Also es sind ja immer diese standardisierten Evaluationsbedürfnisse da, aber da kommt meistens nicht so viel raus. Also wenn man jetzt dann aufpunktet, wie oft man jemanden trifft und welche Interaktionen da sind und welche Räume und so weiter, da kommt eigentlich nicht so sehr viel raus. Und deswegen ist eigentlich so eine, ich nenne es immer, eine Evaluation, die auf biografische Nachhaltigkeit geht. Also Befragungen von Ehemaligen, das kann man ja relativ gut machen. Man kann ja mal im Jugendzentrum oder kann man ja mal Leute einladen von früher, mal mit denen auch mal diskutieren. Aber da kriegt man eigentlich eine ganze Menge raus, was Jugendarbeit bewirken kann. Ebenso in der Frage der Räume. Vorhin war bei dem Schweizer Beispiel, glaube ich, wurde gesagt, dass Jugendliche sich ihre Räume auch suchen, zum Beispiel in Kaufhäusern, ne, an bestimmten öffentlichen Plätzen, wo sie aber unter dem Regime eigentlich der jeweiligen Inhaber oder der jeweiligen Einrichtungen stehen, wo sie eben kaum sich Räume erobern können, aneignen, wie man so schön sagt, können. Und das ist, denke ich, auch für die Jugendarbeit ein ganz wichtiger Punkt, wobei man nicht nur an den territorialen Raum denken muss, sondern vor allem auch an die Projekträume. Ich entwickle Projekte, wo man seinen Horizont erweitern kann, wo man sich etwas aneignen kann und wo man zu sich selber finden kann. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähnlich bei den Zeiten. In der Pädagogik werden die Umwege immer schwieriger. Die Zeiten werden immer kürzer. Das Mithalten wird eigentlich immer wichtiger, ob das in der Schule ist, ob das der Druck der Eltern ist. Und Jugendliche brauchen eigentlich Umwege, bis sie zu etwas kommen. Das heißt, ich muss warten können. Das Schwierigste, was man, glaube ich, in der Jugendarbeit erlebt, ist immer die Ungeduld, die einen befällt. Es müsste doch jetzt endlich was geschehen mit dem oder mit der. Und später vielleicht denkt man, mein Gott, man hätte da länger warten sollen und da hätte sich vielleicht doch was ergeben oder man hätte eben auf den Zeitpunkt warten sollen, wo er selber anfängt oder sie selber anfängt zu sprechen. Also das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den man natürlich, ist natürlich jetzt so leicht gesagt vom grünen Tisch her, aber wo man auch mit Kollegen und Kolleginnen immer wieder kommunizieren muss. Kann ich mir das erlauben? Kann ich mir diesen Umweg erlauben? Kann ich mir diese Zeit erlauben? Wie kann ich das legitimieren? Und das ist für mich dann am Schluss ein entscheidender Punkt. Wie legitimiere ich eine Arbeit, die so schwer legitimierbar ist wie Jugendarbeit? Und ich kann sie eben nur an solchen Beispielen begründen. Ich kann eben nur immer wieder das, wie ich es jetzt auch versucht habe, in Anschlag bringen und zeigen an Beispielen, das ist eigentlich der richtige Weg. Der ist jugendgemäß und hier kann sich Jugend entwickeln und hier kann Jugend experimentieren. Ja, soweit erstmal. Ich habe jetzt vieles angerissen. Ich weiß nicht, ob wir in der Diskussion noch das eine oder andere sagen können. Aber ich hoffe, so einen kleinen Einblick in den Zugang von Jugend, Jugend unter Druck, Bewältigungsprobleme von Jugendlichen, Ihnen gegeben zu haben. Vielen Dank. Thank you.